Moin Leute, im Facecast-Video habe ich versprochen, dass wir das Darkwing Duck-Kostüm machen. Alles kriege ich nicht in einem Video unter, deswegen fangen wir erstmal mit der Maske und dem Schnabel an. Gesagt, getan. Als erstes habe ich mir meinen Halbkopf-Patrick geschnappt und Alufolie unter die Nase geklebt, damit der Schnabel nicht meine Nase verdeckt und ich nicht elendig ersticke, wenn ich das Ding aufhabe. Dann habe ich auch schon den Schnabel modelliert. Dazu habe ich einfach ein bisschen Plastilinknete auf den Facecast gehauen, an die Stellen, wo der Schnabel ungefähr hin sollte. Also erst über die Nase und dann habe ich die Knete in Form gedrückt. Die Knete ist so an und für sich relativ hart, deswegen ging das mit dem Informbringen erst nicht ganz so gut. Ich kam aber auf die brillante Idee, die Knete mit einer Wärmflasche zu erwärmen, dann ging das alles wesentlich besser. Mit Werkzeugen und natürlich mit den bloßen Händen habe ich das ein bisschen rummodelliert und ab und an mal nachgemessen, ob der Schnabel die richtige Größe erreicht hat, damit der Schnabel nicht überdimensional groß oder viel zu klein wird. Dann habe ich die Ecken nach innen gebogen, damit es mehr nach Schnabel und weniger nach Spaten aussieht. Um das Ganze glatt zu bekommen, um mir das Ganze erträglich zu machen, habe ich Alkohol genommen und davon auch ein bisschen was auf den Schnabel geschmiert. Keine Ahnung, ob das richtig ist und ob man das so macht, hat aber ganz gut funktioniert. Und natürlich habe ich den restlichen Alkohol aufgesaugt. Mit einem Tuch, also abgewischt. Im nächsten Schritt wurde dann die Knete unter der Nase entfernt, damit ich sehe, wo und wie groß die Nase ist. Wie schon erwähnt, ich finde Ersticken nicht so geil. Dann kam ich auf die beeindruckend dumme Idee, schon mal mit dem Unterschnabel weiterzumachen. Unfassbar dumm, weil ich dann nicht von unten an den Oberschnabel mit dem Latex gekommen wäre. Also habe ich alles wieder abgerissen. Apropos dumm, das was ich als nächstes gemacht habe, war auch nicht das Schlauste. Ich habe nämlich den Schnabel eingelatext, auch schön mit mehreren Schichten. Schmier, 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 schmier. Alles trocken geföhnt, föhn, 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 schön abgepudert, Puder, 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 Puder. Und dann abgezogen und immer schön unter den abgezogenen Stellen gepudert, damit es nicht an sich selbst klebt. Ziehen, ziehen, pudern, 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 ziehen, pudern, ziehen, 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 pudern, 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 pudern. Drehen, ziehen, pudern, 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 ziehen, pudern, 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 ziehen, pudern, ziehen, ziehen. Das war noch nicht das Dumme, das habe ich sogar ganz gut gemacht. Dumm war nur, dass der Schnabel so natürlich nicht in seiner Form bleibt. Und dann kam ich auf die glorreiche Idee, das Latex-Ding über den Knetschnabel zu stülpen und in den Gefrierschrank zu stellen, weil ich nicht so gut in Chemie bin und dachte, dass es so in Form bleiben würde. Also musste ich mir was anderes einfallen lassen. Die Idee war, Alufolie um den Schnabel zu wickeln, sodass alles so gut wie möglich abgedeckt ist und das Latex nicht direkt am Schnabel kleben bleibt. Und damit der ganze Spaß an Ort und Stelle bleibt, kam dann noch ordentlich Malertape rum und noch mehr Alufolie und noch mehr Malertape. Aus dem ersten Latexversuch habe ich nicht nur gelernt, dass ich da etwas zur Stabilisierung einbauen sollte, sondern auch, dass ich statt normaler Latexmilch eine Latexpaste benutzen sollte, die ich mir dann mal eben aus Latexmilch und Mehl angerührt habe. Wie alle meine ersten Versuche ist auch das kolossal gescheitert. Die Latexpaste war sehr bröckelig und zäh. Ich wollte die Latexpaste aber nicht wegschmeißen, deswegen habe ich die erstmal aufgetragen und einen Probeschnabel damit gemacht. Die Paste habe ich dann großzügig verteilt und mit Latexmilch glatt gestrichen, also soweit sich das bröckelige Zeug glatt streichen ließ. Als es dann komplett durchgetrocknet war, hat ungefähr eine Nacht gedauert, konnte ich das Ding wieder überall schön abpudern und dann wieder abziehen. Da es relativ stabil war, musste ich das Latexding an der Seite etwas einschneiden. Das war ein einschneidendes Erlebnis. Dann konnte ich den Latexschnabel vom Knetschnabel lösen, was auch ganz gut ging. Was hingegen nicht so gut ging, war das Teil unter der Nase hervorzupropeln. Als das dann aber geschafft war, ging das Abziehen ganz flott. Der Schnabel blieb dank der Alufolie und der Latexpaste ganz gut in Form. Und damit das alles so bleibt und noch stabiler wird, habe ich da noch ein paar Hamster reingestopft. So, dass alles gut ausgefüllt ist. Und damit das alles schön drin bleibt und die Hamster nicht abhauen, habe ich das Ganze mit Latex abgedeckt und fixiert. Dann musste ich nur noch warten, bis das Latex getrocknet ist. Nach dem Trocknen konnte ich den ersten Schnabel, den ich gemacht habe, also den Probeschnabel, an den Facecast kleben. Auch wieder mit Latex, so weiß ich dann gleich, wie groß der Unterschnabel sein sollte und wo der hingehört. Für den Unterschnabel habe ich dann wieder jede Menge Knete genommen und das Ganze modelliert. Erstmal die Seitenteile und dann habe ich da quasi ein Gerüst gebaut, so dass außen Knete ist und in der Mitte etwas frei bleibt.
In das Gerüst kam dann Alufolie rein, weil ich etwas Angst hatte, dass die Knete, die ich hatte, nicht ausreicht. Der Aluknödel, den ich da reingeschoben habe, der war aber leider viel zu groß und hat zu weit rausgestanden. Deswegen habe ich den nochmal rausgenommen und durch kleinere Aluklötze ersetzt. Die Folie habe ich dann anschließend komplett mit Knete abgedeckt, sodass die Alufolie nicht mehr zu sehen war. Mit Knete, Fingerwerkzeug, Blutschweiß und Tränen habe ich versucht, eine Unterschnabelform reinzukloppen. Alles schön glatt gestrichen, wieder ein bisschen was abgetragen, wieder Knete dazu getan und wieder alles glatt gestrichen. Den Oberschnabel brauchte ich dann nicht mehr, da der Unterschnabel mehr oder weniger in Form gebracht wurde. Also habe ich den wieder abgenommen. Die Alufolie habe ich auch rausgenommen und die Oberseite des Unterschnabels doch noch mit Knete befüllt und alles wieder geglättet. Jetzt findet das gleiche Spiel wie beim Oberschnabel statt. Alufolie drum, Latexpaste rüber, diesmal ist die Latexpaste sogar echt gut geworden. Alles mit Latexmilch schön glatt streichen, über Nacht trocknen lassen, schön abpudern und dann wieder abziehen. Das mit dem Abziehen ging beim Unterschnabel etwas schwieriger als beim Oberschnabel, da der Unterschnabel unten schmaler ist als in der Mitte. Aber es hat alles funktioniert. Anschließend habe ich auch den Unterschnabel mit Watte ausgestopft, um auch da mehr Stabilität reinzubringen. Das musste ich auch wieder fixieren, also habe ich da Latexmilch rübergekippt, damit die Öffnung verschlossen wird. Für den nächsten Schritt musste ich mir den Schnabel ankleben, also ordentlich Latex auf den Schnabel und auf die Gesichtshaut, aber wirklich nur auf die Haut, auf keinen Fall Haare mit unters Latex bringen. Das tut beim Abziehen unfassbar weh und geht nie wieder aus den Haaren raus. Für die Wangen, in Anführungszeichen, habe ich lufttrocknende Knete ausprobiert. Dazu habe ich erstmal die Knete angelegt, sodass sie da ist, wo ich sie haben wollte, und dann habe ich die antrocknen lassen. Das hat alles nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich musste das Fimo-Würstchen also erstmal in Latex tunken, anstecken und trocknen lassen, damit es am Schnabel kleben bleibt. Hat ein bisschen gedauert, aber hat dann irgendwie geklappt. Aber das Geilste ist es trotzdem nicht, komme mit lufttrocknender Knete einfach nicht klar. Als das einigermaßen hart war, habe ich noch was von dem Zeug oben auf den Schnabel gedrückt, die Wangen weiter ausgebaut und natürlich gemessen, ob das von der Größe her passt. Zur Füllung der Wangen habe ich meine geliebte Alufolie und mein tolles Tape benutzt. Und das Alu-Tape-Gemisch musste ich natürlich auch noch abdecken, mit lufttrocknender Knete, die ich immer noch nicht gerafft habe und es wahrscheinlich auch nicht mehr tun werde. Damit das alles hält, habe ich die auch hier mit Latex angeklebt. Weil mir die Wangen noch zu instabil waren, habe ich noch ein paar Schichten Latex und Taschentücher drüber geklebt. Nach dem Trocknen konnte ich das wieder abpudern, damit das Latex nicht klebrig bleibt. Früher in der Schule haben wir beim Feedback auf Präsentationsplakate immer gesagt, ein bisschen mehr Farbe wäre schön. Und das dachte ich mir auch, deswegen habe ich erstmal die Wangen mit weißer Cremefarbe angepinselt. Und anschließend den Schnabel mit gelber Cremefarbe. Ich habe da so ein bisschen rumprobiert, um einen guten Farbton hinzubekommen. Deswegen ist da so ein bisschen, oder besser gesagt, ganz schön viel rote Farbe zwischen. Das Ganze habe ich dann komplett mit gelber Cremefarbe abgedeckt. Cremefarbe hat von den Sachen, die ich ausprobiert habe, bisher am besten funktioniert. Ansonsten habe ich aber auch nur wasseraktivierte Farbe benutzt. Die war aber leider ziemlich undeckend, ungleichmäßig und hat nicht so wirklich gehalten. Wenn ihr irgendwelche Tipps habt, welche Farben gut auf Latex halten und gut aussehen, dann gerne in die Kommentare damit. Und während ihr einen Kommentar schreibt, male ich hier noch ein bisschen rum. Wenn ihr keinen Kommentar schreiben wollt, dann könnt ihr einfach zusehen, wie schön ich malen kann. Male, 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 hier ein bisschen gelb, da ein bisschen gelb, dort ein bisschen gelb, überall gelb. Und ich bin ja immer noch am Malen, gibt's ja nicht. Also kommt da noch ein bisschen gelb hin, da schimmert noch ein bisschen rot durch, das muss natürlich auch weg, deswegen ein bisschen noch dahin. Ja, in die Oberseite noch ein bisschen anpinseln. Und dann ist eigentlich auch schon gut, würde ich sagen. Oder? Hör auf! Nachdem die Farbe getrocknet war, konnte ich die Beklebung der Wangen starten. Dazu habe ich mir ein paar Federn in der richtigen Größe rausgesucht und die mit Gesichtskleber festgeklebt. Gesichtskleber war nicht die optimalste Lösung, wie alles irgendwie, was ich als erstes ausprobiere. Der Gesichtskleber haftet nicht so besonders gut an den Federn und am Latex. Textilkleber funktioniert da wesentlich besser. Darauf bin ich aber leider erst später gekommen, nämlich als ich den Schnabel schon fertig hatte. Dafür konnte ich den Textilkleber bei anderen Beklebungen benutzen, aber das gibt es erst in späteren Videos. So, Schnabel fertig, dann hatte ich Lust zu bügeln. Nein, Lust hatte ich nicht, aber als nächstes habe ich die lila Augenmaske gemacht und bügeln ist beim Arbeiten mit Stoff das A und O, damit keine Falten im Stück eingenäht werden.
Dann habe ich den Stoff doppelt gelegt und mit Stecknadeln festgesteckt, damit nichts verrutscht. Das hat eine Weile gedauert, weil da müssen wirklich viele Stecknadeln rein. Umso kleiner der Abstand, desto sicherer ist die ganze Geschichte. Am Ziel angekommen habe ich gemessen, ob ich wirklich am Ziel angekommen war, also ob die Länge passt, und da es gepasst hat, habe ich alles, was zu viel war, abgeschnitten und alles nochmal ordentlich gebügelt. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dann habe ich angezeichnet, wie breit und wie hoch die Maske sein soll, die Punkte verbunden und alles wieder ordentlich festgesteckt, damit nichts verrutschen kann. Danach konnte ich den überschüssigen Stoff abschneiden und eine Linie aufmalen, auf der ich die Teile zusammennähe. Und da ist auch schon die Nähmaschine. Am Anfang und am Ende habe ich die Naht verriegelt, also nach vorne und nach hinten genäht, damit die Naht nicht aufgeht. Ich habe einen Zickzackstich verwendet, da die Maske aus elastischem Stoff, um genau zu sein, aus Jersey besteht und die Naht auch elastisch sein muss, weil sie sonst reißt, wenn man an der fertigen Maske zieht oder die Maske zu sehr gespannt ist. Den überschüssigen Stoff habe ich dann wieder abgeschnitten und den Stoff einmal wieder auf rechts gedreht. Der Stoff war die ganze Zeit auf links, also die äußeren Seiten, die man später sieht, lagen innen aufeinander. Das macht man, damit die Naht nicht mehr zu sehen ist, nachdem man das Stoffstück gewendet hat. Ich will auch was durch die Maske sehen können, deshalb müssten da zwei wohlgeformte Löcher rein. Also habe ich mir eine Vorlage gebastelt, mittig auf den Stoff gelegt und die Augenlöcher aufgemalt. Anschließend alles wieder mit Stecknadeln fixiert und zack, unter die Nähmaschine mit dem Ding. Dafür habe ich übrigens einen Knopflochstich verwendet, der ist schön fest und schön eng und man kann das Auge dann gut ausschneiden. Apropos ausschneiden, die Augen habe ich dann schön nah an der Naht ausgeschnitten, aber auf keinen Fall die Naht mit anschneiden, sonst ist alles für die Katz. Dann alles nochmal ausmessen und markieren, wo die Maske zusammengenäht werden soll. Vorher wird der Stoff auf links gedreht und das Ganze wieder mit Stecknadeln fixiert. Stecknadeln und bügeln. Das ist mein Ding. Der Stoff wird wieder schön vernäht und die Naht am Anfang und am Ende verriegelt. Dann werden die Fäden entfernt und die Nahtzugabe runtergebügelt, damit die Nahtzugabe schön glatt und nah am restlichen Stoff liegt. Ich kann übrigens nicht empfehlen, auf einen Holztisch zu bügeln. Macht das nicht, nimmt ein Bügelbrett. Die Nahtzugabe habe ich dann noch etwas gekürzt, damit das nicht die ganze Zeit hin und her flappert. Das Ganze wird dann wieder auf rechts gedreht und fertig ist die Maske. Jetzt kommt für mich der spannendste Part. Ich sehe auch schon etwas traurig aus. Also Hörner auf, Rasierer raus, der Bart musste ab. Ich muss mir nämlich jede Menge Latex ins Gesicht klatschen, damit der schwere Schnabel an meinem Gesicht hält. Und der Bart wäre dabei ziemlich hinderlich gewesen. Und ab ist das Ding. Der Beklebung steht also nichts mehr im Wege. Jetzt musste ich aber erstmal meine Augenbrauen verstecken. Dazu habe ich mir Gesichtskleber auf die Augenbrauen geschmiert und die Haare von allen Seiten bedeckt. Ging besser als mit den Federn, dafür ist Gesichtskleber also gut. Danach mit einem Kamm und den Fingern schön glatt gestrichen, mit Modellierwachs überdeckt und mit Öl glatt gestrichen. Dann habe ich das alles abgepudert, die Schritte noch 4-5 Mal wiederholt, bis ich mit dem Ergebnis zufrieden war. Da gleich weiße Farbe auf meinem Gesicht landet, habe ich mir ordentlich Primer ins Gesicht geknallt, damit die Farbe besser hält und die Rötung im Gesicht nicht durch die weiße Farbe schimmern. Und natürlich habe ich mir davon was ins Auge geschmiert, was wie Sau gebrannt hat. Also nicht wundern, wenn ich im restlichen Video ab und zu mal weine. Da fließen die Tränchen auch schon. Und auf den Primer kommt jetzt die weiße Farbe, die ich ganz zärtlich mit einem Pinsel auftrage. Das finde ich so schön, dass ich schon wieder weinen musste. Ich wollte die Farbe so nah wie möglich ans Auge bringen, deswegen habe ich einen Lidschattenpinsel für die schwierigeren Stellen benutzt. Next Step war dann, die Haare mit einem Haarnetz und einer Glatzenkappe abzudecken. Natürlich habe ich eine Haarsträhne vergessen, die da jetzt noch ganz geschmeidig hervorschaut. Ungeachtet dessen habe ich die Glatzenkappe mit Gesichtskleber an mein Gesicht geschraubt. Und mir ist immer noch nicht aufgefallen, dass eine Strähne raushängt. Die Glatze habe ich noch mit Latex festgeklebt. Erstens, damit die Glatze besser an meinen Kopf klebt und zweitens, um einen smoothen Übergang von Glatze zu Gesicht zu schaffen. Nach dem Trocknen wird das Latex wieder abgepudert und jetzt wird das Gesicht und die Glatzenkappe mit weißer Farbe bemalt. Und nun kommt die Maske auf den Kopf. Das ging relativ schwierig, weil ich nicht die elastische Maske aufgesetzt habe, die ich gerade im Video gemacht habe, sondern eine aus nicht elastischem Stoff, die ich später nochmal gemacht habe. War keine gute Idee, steifen Stoff zu nehmen, nicht nur weil ich mit dem Aufsetzen gestruggelt habe, sondern auch weil die Maske so mit der weißen Farbe beschmiert wurde. Und jetzt kommt die Latexmilch in mein Gesicht. Gut, dass ich mich rasiert habe, sonst wäre der ganze Vorgang sehr schmerzhaft geworden, wie ich an der Haarsträhne, die ich mit eingelatext habe, später gemerkt habe.
Den Schnabel habe ich dann auch noch mit Latex beschmiert und drauf mit dem Schnabel. Schön festgedrückt und dann hieß es nur noch warten, bis das Latex trocken war. Schnabel fertig, Maske fertig, alles angeklebt und so sieht das Gesamtergebnis aus. 2, 1, Risiko. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, empfehle ich ein Abo. Dann machen wir nämlich mit dem Hut weiter. Ihr seht mich hoffentlich beim nächsten Mal. Haut rein, gebt Gas!